Manchmal, da gibt es Wendungen im Leben, die man vorher wohl möglich nicht hat kommen sehen. Momente wie eine Scheidung beispielsweise sind ein großer Umbruch. Schwierig in solchen Momenten, wenn eine Immobilie mit im Raum ist und sich die Frage stellt, was passiert denn mit den eigenen vier Wänden, in denen wohl möglich bis vor kurzem noch Kindergeburtstage und Familien gefeiert worden sind und bei der natürlich auch viele Emotionen mit im Spiel sind. Wie es gelingt, eine Immobilie in solch schwierigen emotionalen Momenten trotzdem gewinnbringend zu veräußern und auch den emotionalen Schaden für alle Beteiligten gut im Griff zu halten, darüber sprechen wir mit dem heutigen Gast und sage herzlich willkommen, Michael Mühmann. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Herr Zinne, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Mühmann, ich gebe es offen zu, ich habe allein bei der Anmoderation schon leicht Gänsehaut bekommen, denn ich kann mir wirklich vorstellen, so wie Sie auch im Vorgespräch gesagt hatten, das muss eine unfassbar anspruchsvolle Situation für alle Beteiligten sein, gerade wenn vielleicht noch Kinder, Haustiere, Erinnerungen, überall geht man durch die Räume und man hat es sich ja wirklich anders vorgestellt. Was hat Sie dazu bewogen, auch ja, dieser Sendung hier auf unsere Einladung Ja zu sagen und zu sagen, wir müssen auch mal über solche Themen sprechen und Menschen die Möglichkeit geben, in solchen emotional schwierigen Situationen mit einer Immobilie wirklich gut umgehen zu können? Naja, Sie haben mich ja schon mit dem Thema Scheidung abgeholt, denn ich selbst bin, wie soll ich sagen, ich bin erfahren in diesem Bereich. Ich selbst bin auch geschieden, nicht nur einmal. Und ich habe also diese Dinge tatsächlich erlebt. Das heißt, ich bin also ganz nah bei den Menschen und ich weiß, was die Menschen bewegt. Und ich weiß, dass da viel Verletzungen mit dabei sind auf der einen Seite. Da sind viele Träume, die plötzlich kaputt sind, das sind Visionen, die im Eimer sind, das sind Kinder im Spiel. Man weiß häufig nicht mehr, wie es weitergeht. Und immer dann, wenn eine große Liebe auf der einen Seite entsteht, läuft man natürlich auch Gefahr, dass auf der anderen Seite dann Wut, Trauer und Hass entsteht. Und das ist beim Immobilienverkauf sind das ganz schlechte Ratgeber, die wir da mit ins Boot holen können. Ich finde, es ist auch eine tatsächlich wirklich anspruchsvolle Situation, wenn ich mir vorstelle, jetzt womöglich eine Immobilie zu verkaufen. Muss doch gefühlt auch so sein, dass man sich noch mit dieser Immobilie, über die Immobilie verbunden fühlt. Gleichzeitig wissen wir, Immobilienverkauf kann dann teilweise mehrere Monate dauern. Womöglich möchte man aber auch schnellstmöglich eine persönliche Trennung. Wie geht man denn mit diesen ganzen Themen um und wie setzt man dort auch den richtigen Prozess auf? Also der richtige Prozess beginnt tatsächlich ganz, ganz vorne. Also man muss sich Gedanken machen, dass das, was jetzt passiert, letztlich für beide Parteien wieder ein Startschuss ist, ein Neuanfang ist. Und Sie können sich natürlich die Köpfe einschlagen, das steht ja jedem frei. Und Sie können sich auch mit Ihrer Immobilie bekriegen, was aber nicht dazu führt, dass Sie einen guten Wert bekommen, sondern es wird letztlich nur dazu führen, dass Sie weiter Geld verlieren. Das passiert ja auf der einen Seite dadurch, einfach nur als Beispiel, die Frau holt sich einen Immobilienmakler, weil sie sagt, ich will meinen Mann ausbezahlen oder umgekehrt und jetzt lasse ich mal die Immobilie bewerten. Dann kommt eben ein Wert von dem Immobilienmakler, dem der Mann sowieso misstraut und sagt, den glaube ich sowieso nicht. Dann kommt der Mann und holt einen anderen Immobilienmakler, der kommt wieder auf einen anderen Wert, dann sagt die Frau, aha, der will mich wahrscheinlich, will er mich nur übers Ohr hauen oder umgekehrt. Also da ist einfach das Vertrauen nicht mehr da. Dann geht man eben zum Anwalt und die Anwälte sagen, ja, mit dem Immobilienmakler kannst du das ja nicht machen, wir brauchen ja einen Gutachter. Also beauftragen wir hier einen Gutachter, der einen Wert macht, erstellt, den der Mann wieder nicht glaubt. Der Mann beauftragt einen Gutachter, den die Frau natürlich auch wieder keinen Glauben schenkt. Wir gehen vor Gericht und der Richter guckt sich die beiden Gutachten an und sagt, ich habe da eine Idee, ich beauftrage meinen Gutachter. Und am Ende des Tages drehen wir uns um und haben je nach Immobilienwert mal schnell 15.000, 20.000 Euro durch den Kamin geschossen. Und das kann man verhindern, das kann man tatsächlich dadurch tun, indem man sich einen Immobilienmakler, einen Immobiliensachverständigen aussucht und sagt, wir gehen dorthin, wir gucken uns den gemeinsam aus, wir vertrauen den, der soll für uns bewerten. Und dann gucken wir, ob wir einen Weg finden. Vielleicht kann ja der eine den anderen ausbezahlen und wenn er das nicht kann, dann wird die Immobilie verkauft und dann wird ordentlich geteilt. In Ihrer Firma ist es nun so, dass Sie ja den Immobilienmakler wie auch den Immobiliensachverständigen bzw. den Gutachter dann unter einem Dach haben. Ja. Hat das auch in solchen Momenten erfahrungsgemäß bestimmte Vorteile, die das mit sich bringt? Definitiv, denn der Makler alleine kann ja nicht bewerten. Also ich gucke dann schon rein, ich als Gutachter gucke rein und bewerte diese Immobilie aus der Sicht des Gutachters und gebe einen Marktpreis raus, also einen Wert, mit dem man sich sicher, auf den man sich verlassen kann. Und vielleicht gibt es auch beim tatsächlichen Verkauf dann immer noch ein bisschen mehr. Das muss man einfach wissen. Wichtig ist dabei, ich bin immer neutral, einmal schon von Berufswegen her, aber auf der anderen Seite auch, weil ich eben die Scheidung schon erlebt habe und ich habe alles, aber keine Lust auf Rosenkriege. Und wenn ich merke, dass die Parteien anfangen, ihren Rosenkrieg bei uns im Haus zu spielen, dann gebe ich auch das Mandat ab und dann da habe ich nämlich keine Lust zu. Mhm.
Jetzt ist ja die Frage, gibt es vielleicht so ein paar Tipps, die Sie geben können, wie man vielleicht schon beim Immobilienkauf, auch wenn man natürlich nicht über solche persönlichen Scheidungswege beispielsweise nachdenken möchte in diesen Sekunden, aber gibt es ein paar Tipps, wie man vielleicht ein späteres Szenario schon mal besser vorbereiten kann? Also bei einer Ehe gibt es ja die Möglichkeit der Gütertrennung, beim Immobilienkauf gibt es ja beispielsweise die Möglichkeit als GbR, als Personengesellschaft zu kaufen, was es da manchmal später ein bisschen einfacher macht. So haben wir das zum Beispiel auch damals gemacht, um nicht jedes Mal zum Beispiel nur zum Notar wieder rennen zu müssen, sondern das Ganze sozusagen über die kleine Gesellschafterversammlung dann einfacher beschließen zu können. Gibt es also so ein paar Kniffe, wo Sie aus der Praxis sagen und auch aus persönlicher Betroffenheit heraus, das sind ein paar ganz pragmatische Hinweise, die man gleich beim Immobilienkauf mitsetzen kann, um dann das einfacher hinzubekommen, was auch immer später kommen wird? Also das Wichtigste, was man, also die Frage, die man sich stellen muss oder die man mitnehmen muss, wenn man heiratet, dass man sich Gedanken macht, dass es vielleicht nicht für immer ist. Ich glaube, wenn man so in das Thema reingeht, dann macht man sich für die Zukunft Gedanken, was mache ich denn, wenn ich was zusammen mache, wenn ich eine Immobilie kaufe, wo soll das denn dann hingehen? Da kann man immer noch Dinge regeln. Da bin ich aber nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich zum einen keine juristische Beratung gebe, aber ich bin auch kein Steuerberater. Aber die Jungs haben definitiv Empfehlungen, da kann man mal nachfragen. Dann sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank, auch dass Sie sich diesem sensiblen Thema hier gestellt haben. Vielen Dank, Michael Mühlmann, dass Sie da waren. Gerne. Und auch Ihnen sage ich herzlichen Dank. Und Sie sehen, es gibt immer eine Möglichkeit und einen Weg. Wichtig, dass man den entsprechenden Fachmann an einer Seite hat. Und wenn Sie sagen, unser heutiger Gast Michael Mühlmann, das könnte auch für diese schwierige Zeit ein solcher Ansprechpartner für uns sein, dann informieren Sie sich gerne über ihn. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.